Hallo zusammen, mein Name ist Moritz Kranz und ich begrüße euch an Bord des Mühlner Motorsport Caymans im Rahmen des dritten VLN-Laufs 2017. Wir hatten gute Wetterbedingungen und sind gerade auf der Jagd nach Platz 1. Rückstand aktuell noch ungefähr 10 Sekunden. Jetzt kommen wir Richtung T1, jetzt sehen wir auch schon von innen den Mantai Cayman. Und da müssen wir in der ersten Kurve ein bisschen Platz lassen, damit es hier nicht zu einem Kontakt kommt. Und dann immer ein bisschen im Spiegel schauen, was das andere Auto macht. Wie ihr seht, haben wir jetzt eine Brille an, um euch einfach mal die Fahrerperspektive wirklich näher zu bringen. Was wir als Fahrer dann auf der Strecke sehen, was wir spüren, was wir fühlen. Hier geht es jetzt aus der Mercedes Arena raus. Da wird nochmal im Spiegel geschaut, wo sich der Cayman befindet. Am Steuer saß Christoph Breuer und Christoph war netterweise oder hat sich netterweise aus dem Zweikampf rausgehalten. Konnte ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht wissen, nur hoffen. Deswegen haben wir dann im ersten Teil der Runde noch relativ viel Blickkontakt mit dem Spiegel, um einfach zu schauen, ob es eine Attacke von hinten gibt. Jetzt geht es dann hier Richtung Bidul-Schikane. Da geht einfach wieder der Blick in den Spiegel, kurzer Blick auf die Temperaturen. Anbremsen dann ungefähr bei 75 Meter, knapp über 220 km/h. Dann innen über den Curb, links und rechts und dann schön raustragen lassen, nochmal einen Gang hochschalten und dann runter in den zweiten Gang und Richtung T13. Und dann sehen wir vor uns schon einen langsameren Cayman, das ist ein Cayman aus der 5-Klasse. Als Fahrer beginnt man jetzt zu überlegen, wo laufe ich auf das Auto auf und wie komme ich am besten dran vorbei. Also man fängt jetzt an hochzukalkulieren bei dem Geschwindigkeitsunterschied, wann bin ich da. In dem Fall werden wir im Geschlängel, im Hatzen macht dann auf das Auto auflaufen. Tendenziell ein ungünstiger Streckenabschnitt, um zu überholen, da einfach kein Platz ist. Allerdings ist dieser Cayman auch schon richtig flott unterwegs, so dass wir dann jetzt hier auf dem Zwischenstück uns dank der Mehrleistung daneben setzen konnten und ohne Probleme überholen konnten und dann den Schwung auch schön Richtung Quiddelbacher Höhe mitgenommen haben. Jetzt geht es dann Richtung Flugplatz, 5. Gang. Über die Kuppe geht es mit ungefähr 2,15. Vollgas über die Kuppe anbremsen, einlenken und mit knapp 180, 185 durch den Flugplatz durch Richtung Schwedenkreuz. Das war alles im 5. Gang. Jetzt sind wir dann schon wieder tendenziell bei 220 Richtung 230. Und dann geht es in der Senke in den 6. Gang und dann geht es mit über 250 über die Kuppe. Auto hebt kurz ab. Anbremsen, 5. Gang mit über 200, knapp 210. Geht es dann Richtung Arenberg. Der wird dann runtergebremst bis in den 3. Gang. Jetzt kann man im Spiegel erkennen, dass der SBX Cayman dann auch schon wieder relativ nah dran war. Aber da wir halt im direkten Zweikampf oder ich im direkten Zweikampf mit dem Führenden war, der ungefähr halt 10 Sekunden vor mir war, war da jetzt einfach keine Möglichkeit, den vorbeizulassen. Durch die Senke auch wieder mit knapp 250, Eingang runter mit knapp 190 dann aus der Füchsröhre raus. In den Adenauer Forst rein und hier ist es halt auch wichtig, einfach den Ausgang Richtung Metzgsfeld gut zu erwischen und dann viel Schwung mit rauszunehmen. Immer wieder der Blick in den Spiegel, zu dem Zeitpunkt war einfach noch nicht ganz erkennbar, ob der Cayman sich etwas zurückhält oder ob es eine Attacke gibt. Metzgsfeld mit knapp 180 rein und dann kommt von vorne wieder ein etwas langsameres Auto, diesmal haben wir das ein Honda Civic, meine ich. Und jetzt kommen wir halt auch wieder in einen Streckenabschnitt, wo es einfach ungünstig ist, Autos zu überrunden, weil einfach kein Platz vorne ist. Da können auch die überrundeten Fahrzeuge nur schwerlich was machen, weil jetzt laufen wir halt eben in der Spiegelkurve auf und da ist kein Platz. Da muss man sich dann einfach hinten anstellen, auch wenn man es ungern tut, wie man sieht. Aber dann kommen wir vor Miss It Miss vorbei. Und dann geht es jetzt auch Richtung Wehrseifenauto. War ein bisschen nervös an dem Tag, war auch sicherlich den Temperaturen geschuldet. Sonst haben wir wirklich immer ein Top-Auto. Jetzt geht es dann runter Richtung Breitscheid. Und von vorne haben wir schon wieder Verkehr. Also allerdings kommen wir jetzt in den Bereich Bergwehr-Kesselchen bei den Überrundungen. Und da ist es dann relativ entspannt, dass es eigentlich nur geradeaus geht. Für uns Rennfahrer, es geht einfach geradeaus, weil wir Vollgas fahren können. Und da kann man dann einfach die langsamen Autos auf der Geraden überholen. Da muss man sich dann nicht groß anstellen. Hier mussten wir dann kurz warten.
war nicht ersichtlich, ob das Auto Platz lässt oder nicht, weil kein Blinker zu sehen war. Und bevor es in Kontakt geht, stellt man sich mal kurz hinten an. Und jetzt die nächsten Überrundungen sind alle kein Problem. Da fährt man dann einfach auf der Geraden dran vorbei. Jetzt auch hier am 325i alles kein Problem. Kesselchen ist dann auch eine eigentlich entspannte Stelle. Wir sind zwar relativ zügig unterwegs und wir befinden uns hier bei knapp 225, 230 km/h, aber es geht eigentlich nur geradeaus. Blick auf die Temperaturen, ein bisschen durchatmen und dann auf die Mutkurve vorbereiten. Da geht es halt auch mit über 180 durch. Die Leitplanke wurde herangezogen im Winter, dass man muss man sich ein bisschen dran gewöhnen in den ersten Runden. Hier ist es jetzt auch wieder wichtig, vor der nächsten Kurve, vor der Steilstreckenkurve am BMW vorbeizukommen, damit wir ohne Probleme dann Richtung Karussell fahren können. Und dann geht es auch schon wieder daran, das nächste Auto zu überrunden. Richtung Karussell nochmal kurz im Spiegel geguckt, dann mit knapp 165 Karussell angebremst ins Karussell rein. In dem Fall wird es jetzt wichtig sein, dass wir einfach an dem Toyota vorbeikommen, bevor die Schnelle links kommt, damit wir einfach den Schwung so hohen 8 mitnehmen können. Das haben wir jetzt hier auch perfekt umgesetzt. Jetzt Eingang hohe 8. Einfach schauen, dass man nicht zu schnell ist, damit man den Rechtsnick hier noch gut mitnehmen kann. Über die Kuppe anbremsen, dritter Gang, einlenken und wieder ans Gas. Dann geht es über die Hedwigshöhe in den vierten Gang und dann in den Wippermann rein. Da lassen wir uns dann reinfallen. Knapp 175, anbremsen, doppellinks. Dann geht es hier Ausgang Wippermann rechts über den Körb drüber, zack und weiter. Eschbach 135, wieder ans Gas und am Ausgang schön den Platz ausnutzen. Eingang runter und dann ins Brünnchen. Brünnchen hat dann einen schönen Körb, den kann man dann auch gut mitnehmen, wenn man reingefahren ist, nämlich hier. Und hier am Ausgang ist halt auch, ja, ist eigentlich immer sehr wichtig, dass man dann einfach gut ans Gas kommt, um einfach den Schwung auf die Geraden mitzunehmen. Jetzt durch die Eiskurve geht es dann runter Richtung Pflanzgarten 1. Das ist eine meiner Lieblingsstellen, Pflanzgarten 1, Pflanzgarten 2. Und da kann man es einfach wirklich sehr schön laufen lassen. Dann über die Pflanzgarten 1 Kuppe drüber, vierte Gang wieder ans Gas. Und jetzt dann einfach den Schwung mitnehmen Richtung Pflanzgarten 2. Hier über die Kuppe können wir auch Vollgas drüber, knapp über 190, in die Senke ganz, ganz leicht lupfen und dann wieder voll ans Gas. Und mit über 220 geht es dann aus dem Stefan Bell auf S raus. Anbremsen haben wir dann über 230 drauf. Hier die links, rechts relativ wichtig, den Schwung mitzunehmen. Und dann geht es weiter Richtung kleinem Karussell. Kleines Karussell wird auch im dritten Gang durchfahren. Und hier springen wir immer so ein bisschen raus, um einfach den Schwung mitzunehmen. Geigenkopf ist jetzt eigentlich eine sehr knifflige Stelle, weil es wichtig wird, einfach den ganzen Schwung mit auf die Döttinger Höhe zu nehmen. Da sieht man jetzt auch einfach, das Auto bewegt sich hier am Lenkrad zum Arbeiten. Ist einfach wichtig, wirklich den Schwung mitzunehmen. Dann gibt es kurze Kommunikation mit der Box. In dem Fall habe ich einfach nur durchgegeben, dass ich jetzt auf der Döttinger Höhe bin. Dass die wissen, dass alles okay ist. Jetzt kommt von vorne auch wieder langsamere Autos, da klemmen wir uns dann in den Windschatten rein. Geht es erst am Z4 vorbei und danach nochmal an zwei Toyota GT86. Und dann haben wir auch, ja, durch den Windschatten bedingt 265 in der Senke vom Tiergarten. Und dann geht es hier mit knapp 230 hoch Richtung Hohenrheinschikane, anbremsen in den zweiten Gang und dann wieder hart ans Gas und den Schwung mit auf die Start-Ziel-Geraden nehmen. So, das war jetzt die zweitschnellste Rennrunde. Im weiteren Verlauf des Rennens konnte ich dann noch den Vorsprung zum Führenden weiter verkürzen und nach einer Feinkontakt bei der Überrundung dann auch die Führung übernehmen und so dann auch den dritten Lauf zur Cayman Trophy bei Mantai Racing gewinnen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und bis zum nächsten Mal.